Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Willkommen zum eigentlich letzten Video 2018. Morgen gibt es dann noch ein Überraschungsvideo, und zwar ist das mein Get Ready für Silvester, wie ich an Silvester rumlaufe und ja, aber eigentlich zum letzten. Ja. Ich zeige heute bei der Monat Dezember, warum zu Ende ist, meine Dezember-Favoriten. Und ich würde einfach mal sagen, fangen wir einfach mal an. Erstens, dein Lieblingsessen oder Süßigkeiten waren für mich Plätzchen. Oh mein Gott, ich bin gestorben. Wir haben so viele Plätzchen. Oh mein Gott, ich habe auch, glaube ich, die letzten zwei Tage Daumenplätzchen gegessen. Das tut mir nicht. Sorry. Ja, dann zweitens, dein Lieblingsgetränk war für mich Kinderpunsch, da wir sehr, sehr oft im Weihnachtsmarkt waren und einfach ein bisschen die Weihnachtszeit genossen haben, da sie ja nicht so einfach für mich war. War es natürlich ganz schön, dass wir so ein bisschen genossen haben und uns nicht so diesen Weihnachtsstress angeeignet haben. Ja, dann drittens dein Lieblingsbuch oder Magazin. Das lese ich derzeit. Das ist von Amy Silver, das All I Want for Christmas. Da ich dieses Video jetzt heute Heiligabend vorlese, hoffe ich, weil ich bin jetzt genau bei der Hälfte oder über der Hälfte, das Buch noch an Weihnachten zu schaffen, dass ich dann mit einem neuen Buch ins Jahr starten kann. Ja. Dann viertens, dein Lieblingsnagellack habe ich keinen, weil ich kaum eingetragen habe. Ich habe nicht mit meinen Heiligabend mein Glück dran. Sorry. Ja, aber ich will dann Silvester wieder eintragen und deswegen, ja. Dann fünftens, dein Lieblingsklamottenteil. Das sind für mich Pullis gewesen. Ja, für mich ist Dezember wohl so die Pulli-Zeit. Ich trage nichts anderes außer Pullis. Ja, dann sechstens, dein Lieblings-Make-up-Produkt. Ich habe im Dezember Highlighter angefangen zu tragen. Einfach aus dem Grund, weil ich sehr viele Highlighter habe und ich sie einfach nicht nutze. Und ich gemerkt habe bei einer Kollegin, die Highlighter trägt, dass es im Alltag gar nicht so schlimm aussieht. Und deswegen trage ich jetzt auch mal Highlighter. Und da benutze ich derzeit am liebsten den Essence Rip Prismatic Rainbow Glow Highlighter, den ich auch übrigens gerade trage. Und das ist die Farbe 10 Be a Unicorn. Und ich finde die Farbe ist so schön, also das ist einfach so ein bunter Rainbow Highlighter und ich tupfe da immer in alle Farben rein und ja, richtig cool. Dann siebtens, dein Lieblingshaarprodukt, habe ich keins, weil ich derzeit, ich war beim Haarschneiden und ich derzeit einfach nur Shampoo, Spülung und Haarkur benutze und sonst nichts, weil ich die gerade eigentlich ganz gut finde, gut gepflegt. Und dann achtens, dein Lieblingsfilm oder Serie war für mich die Santa Claus Reihe mit Tim Allen. Das ist so eine schöne Reihe. Ich liebe sie an Weihnachten und auch in der Weihnachtszeit zu gucken. Und ja, dann neuntens, dein Lieblingssong. Habe ich diesen Monat keinen, weil ich keine Musik gehört habe. Sorry. Dann zehntens, dein Lieblingsbild, was du gepostet hast. Ich habe auch noch gar kein Bild auf Instagram gepostet. Heute ist Heiligabend. Ich poste heute das erste. Ja. Dann elftens, deine Lieblings-App diesen Monat. Das war für mich Instagram, weil ich sehr aktiv auf Instagram-Stories. Einfach aus dem Grund, weil ich meinen Adventskalender gefilmt habe. Und demnächst gibt es auch noch auf meinem Blog dann alle Bilder. Und hier auf YouTube kommt auch noch mal ein Video online im neuen Jahr mit meinen Favorites und Flops von meinen Adventskalendern. Und ja, dann zweitens, dein Lieblings-Accessoire. Habe ich keins, weil ich diesen Monat kaum Schmuck getragen habe. Da ich eine Verletzung am Finger hatte, kann ich auch keine Ringe tragen und irgendwie war ich auch nicht so in Schmucklaune. Ja, aber das war es auch schon mit meinen Favoriten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt dem Video einen Daumen hoch und wir sehen uns dann morgen um 14 Uhr zu einem neuen Video. Und ich hoffe und wünsche euch ein schönes neues Jahr und viel Erfolg, viel Glück, viel Spaß und viel Freuden. Und ich hoffe, ihr rutscht gut rüber und seid bereit für 2019. Genauso wie ich. 2019 kann einfach nur besser werden als 2018. Und dann darf ich euch auch endlich in 2019 die großen Neuigkeiten verkünden. Ich bin so excited, Leute. Oh mein Gott, ich muss es schon die ganze Zeit für mich behalten und würde es am liebsten bei euch rausposaunen. Und das werde ich euch im Januar auf jeden Fall verraten. Und ja. Aber Spaß beiseite, wir sehen uns morgen um 14 Uhr zu einem neuen Video. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ein schönes restliches Wochenende. Tschüss!